Hallo, hier ist wieder euer Pflanzencoach. Und nachdem ich im letzten Video schon richtigerweise darauf hingewiesen wurde, dass bei meiner motorisierten Kettensäge möglicherweise die Kette falsch herum montiert wurde, möchte ich nun einmal versuchen, ob wir es hinbekommen, dieses hier eventuell noch einmal zu retten. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir das jetzt einmal gemeinsam in Angriff nehmen werden. Euer Pflanzencoach. Dazu werde ich einfach nur simpel hier das einmal öffnen. Natürlich achte ich darauf, dass die Kettensäge auch auf ausgeschaltet ist. Auf jeden Fall ist es hier schon mal sehr harzig und ölig an der Stelle. Aber das soll mich nicht aufhalten, dafür habe ich ja meine Schutzhandschuhe. Und dann sehen wir mal weiter, ob wir es danach schaffen können, hier ein Ergebnis zu erzielen, das etwas besser wirkt. Als kleinen Tipp hier auf finanzieller Ebene, wenn es euch passiert, dass ihr so etwas habt, könnt ihr, wenn ihr das Teil dabei immens beschädigt habt, das eventuell auch umtauschen, sofern ihr nicht unbedingt darauf rumreitet, dass es eventuell aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch kaputt ging. Aber hoffen wir einfach mal, dass die Kette es hier noch tut. Also wenn ich die einfach einmal hier so umdrehen und das Beste hoffen, dann kann ich die Gelegenheit nutzen, hier noch etwas Rest zu entfernen, hier meine Glieder einzuführen, in der Hoffnung, dass das dann eben besser funktioniert. Hier sind die Handschuhe schon mal ratsam aufgrund eben der öligen Angelegenheit. Und in der Hoffnung, dass das dann eben besser funktioniert. Das Geheimnis liegt wohl in der Zeigrichtung dieser kleinen Dornen hier. Und ich hoffe, dieses Mal konnte ich die richtige wählen. Und ebenfalls bin ich nun informiert darüber, dass ich eben dieses Teil hier nicht als Klinge bezeichnen lässt, sondern als Schiene. Genau. Und wenn ich das einfach einmal hier befestige, dabei drehe ich es so fest, bis es sich nicht mehr bewegen lässt. Und alles schön eingeölt ist. Und jetzt fliegt uns das hoffentlich nicht um die Ohren. Nun würde ich meinen Finger dort nicht einmal hereinstecken, hätte ich vorher auch nicht gemacht, aber nun umso weniger. Also setze ich nun einmal meine Schutzbrille auf und wir betrachten, ob das Ganze hier jetzt etwas adäquater sägt. Womöglich werde ich vorher auch einmal die Batterien aufladen können, aber nun genug des Redens und auf des Tuns. Und ich muss sagen, etwas besser sägt es schon, aber vermutlich wäre es ratsam, die Batterie einmal komplett aufzuladen. Da hier der Autostopp offenbar es stoppt. Aus unerfindlichen Gründen. Aber das hier funktioniert schon etwas besser.
Ja, denn die Batterie hier. Naja, sie hat noch zwei Balken. Aber so ungefähr hatte ich mir das schon eher vorgestellt. Sauberes Schnittbild und gutes Ergebnis. Auch wenn die Kette hier eben automatisch stoppt. Vielleicht tausche ich sie doch mal um, nur um sicher zu gehen, dass ich sie nicht kaputt gemacht habe. Aber auf alle Fälle haben wir jetzt doch schon einen. Ein besseres Schnittbild. Und ich hoffe einfach mal, dass wenn ich jetzt am Ende mein Akku aufladen, dass wir dann auch das Ergebnis erzielen werden, diesen Baum hier komplett zerkleinern zu können. Dann lasse ich es jetzt mal krachen. Thank you.
Muss wohl nach da oben, um es krachen zu lassen. Mach ich gleich. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Pflanzenfreund.